Hallo, ein kleines Vorwort zu diesem Video. Ich habe hier ein Fahrradschloss, ein Alarmschloss und der Alarm wird auch nachher losgehen. Das heißt, achtet ein bisschen drauf, wenn ihr das Video anguckt, nicht, dass euch dann die Ohren wegfliegen. Viel Spaß. Hi Leute, ich habe euch wieder was besorgt. Das ist diesmal wieder ein Fahrradschloss, ein Kabelschloss und gibt zwei Möglichkeiten zu sichern. Nummer eins, ihr steckt das ganz normal hier rein. So, jetzt wäre es ganz normal gesichert ohne Alarm. Und wenn ihr das jetzt noch weiter reindrückt, dann seid ihr gleich wieder mit Alarm dabei. Deswegen stecke ich schon mal hier einen Schlüssel rein, weil ich nicht weiß, wie laut es ist. So, jetzt achtet mal drauf. Ich stecke das rein und dann gibt es erstmal das Signalton. Ja. Und wenn ich jetzt anfange, das Ding dran rumzufummeln oder sowas, also ihr hört es ein bisschen lauter und ja, mal gucken, ob wir es gleich aufkriegen. So Leute, ich wollte jetzt noch mal kurz versuchen, ob ich das Ding aufkriege. Vergesst bitte nicht, wir sind hier in einem Rahmen von 16 €, da kann man nicht allzu viel erwarten. Und Kabelschlösser halte ich sowieso nichts davon, die kann man gut durchkneifen. Aber wie gesagt, wir versuchen das Ding jetzt mal zu picken. Achtet auf den Signalton. Jetzt ist das Ding scharf. Und ja, jetzt versuche ich das mal. Also ihr habt gesehen, ich bin noch nicht mal richtig rangekommen. Ich habe das Ding kaum bewegen können. Ging schon der Alarm los. Ist Nummer eins ein Vorteil. In dem Moment, wenn einer das klauen will oder durchkneift, dann geht das Ding ordentlich los. Nachteil ist natürlich in dem Moment, wenn Schüler oder irgendwas gegen das andere Fahrrad gegenstößt, dann geht das Ding natürlich auch los. Aber vom Ding her für 16 € Alarm ist sehr laut. Ist in dem Moment eine ganz gute Abwehrmöglichkeit. Natürlich würde ich das nur in Kombination mit dem anderen Schloss nochmal machen. Aber wie gesagt, für 16 € kann man nicht wirklich viel mehr erwarten. Das Ding ist top. Ich bin kaum an den Schließzylinder rangekommen, schon hat es angefangen zu jodeln. Also ich glaube nicht, dass man es aufpicken kann, wenn der Alarm eingeschaltet ist. Persönlich finde ich es ein gutes Ding und viel Spaß. So Leute, ich versuche das Ding jetzt nochmal aufzupicken. Ich mache es aber jetzt ohne Alarm. Das heißt im Endeffekt einfach mal gucken, wie der Schließzylinder so ist. Dazu verwende ich einen Bohrmuldenpicker. Und ja, gucken wir einfach mal. Ihr habt ja gesehen, mit Alarm, da komme ich überhaupt nicht an das Ding ran. Das heißt also, das ist relativ ungünstig. Ja, was heißt ungünstig? Ungünstig für mich als Dieb. Aber ansonsten für euch ist es natürlich gut, wenn das Schloss da relativ schnell Alarm macht. Klar kann es ein bisschen blöd sein, wenn da jemand ans Fahrrad ranstößt und gleich den Alarm auslöst. Dann gucken natürlich alle. Aber lieber sollen einmal mehr gucken, als dass später das Ding weg ist und keiner hat es gemerkt. So, also ihr merkt, ich habe hier schon ein bisschen Probleme. Also was mir am meisten Probleme gemacht hat, waren diese Zacken hier vorne. Die haben mich am meisten blockiert. Und ihr seht aber, wenn da kein Alarm reingemacht ist in das Ding, dann kann man das relativ einfach öffnen. Obwohl ich jetzt auch schon wieder so fast eine Minute gebraucht habe. Also mein Fazit zu dem Schloss. Mit Alarm ist es absolut tödlich. Das heißt im Endeffekt, da wird ein Fahrraddieb nicht viel Freude dran haben. Geht recht schnell los, ist sehr empfindlich. Schließzylinder an sich, okay, nach fast einer Minute picken, ist aufgegangen, ist eigentlich relativ üblich. Aber für 16 €, Leute, da könnt ihr nicht viel mehr erwarten. Und wenn das Ding einfach durchgekniffen wird, dann geht auch der Alarm los. Aber wenn ihr das Schloss nutzt, dann bitte immer nur mit Alarm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und viel Spaß.